Wo ist er drin? Ja, doch. Nicht runterfallen. Mann. Wie soll ich dich denn da looten? Ah, da bist du. Sehr nett. Oh ja, und wo ist die... wo ist denn eigentlich die... der Zauberer hin? Die der Zauberer? Ach, erstmal gucken wir, was wir hier haben. Kaninchenkeule. Sehr lecker. Was haben wir hier noch? Der ist hier irgendwo. Der ist hier irgendwo. Jetzt bin ich wieder versteckt. Na gut, da trainiere ich ein bisschen Schleichen, wenn der so macht. Und das hier? Das ist nichts Besonderes. Das Rätselslösung? Ach nee. Das gelbe Buch der Rätsel. Ist ja fast dasselbe. Da ist er. Oh ja, du bist gerüstet. Lecker. So. Na, guck mal. Das ist schon echt eine schöne Aussicht hier. Da gibt es nichts. So, und jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter. Denn jetzt muss hier irgendwo der Rabe kommen. Mit dem Nesselfluch, mit dem Messer. Das berühmte Messer, Nesselfluch. Muss man einen Schluck trinken. Oh, guck mal, wohl. Na? Wo kommen wir denn hier hin? Das ist auch falsch hier. Hier ist auch nicht Nesselfluch, im Leben nicht. Wo renne ich denn hier hin? Vielleicht bin ich querfeldein den Berg hochgerannt hier. Nee, hier geht's nicht weiter. Hier geht es nicht weiter. Weil es hier nicht weitergeht. So. Ja, wo waren das? Verdammt. Da muss er hier irgendwo gewesen sein. Oh, guck mal, Mondsteinerz. Na, das nehmen wir doch mal mit. Obwohl wir uns eigentlich als Zauberer nicht die Finger dreckig machen, aber. Müssen wir ja nicht sagen, dass wir das selber geschürft haben. Das macht unseren Ruf kaputt. Nämlich. Ah, da sehe ich was. Da hinten sehe ich was rumlaufen. Sind irgendwelche Magis gewesen. Da war irgendwas Grünes. Durchscheinendes. Da. Aua. Aua, 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 aua. Hexe, Hexe, Hexe. Naja, da habe ich mich ja geschickt angeschlichen hier. Ja, ja. Hui. Das nenne ich mal einen Hexenzauber. Und noch eine, jawohl. Nee, ist alles. Ist noch nicht alles. Ich kann noch was.
Wow, wow, wow. Hier geht's ab. Ah, die muss hier mal eben looten. Noch einer. Hier war doch noch einer. Da. Auch eben looten. So. Hui. Da oben ist die Chefin vom Ganzen. Ich glaube. Mein Gott, ich kann die weit Feuerbälle werfen. Wieso kann ich denn das nicht? Meine gehen nicht so weit. Ich glaube, ich muss noch ein paar Zaubersprüche lernen. 1, 2, 3. Ich glaube, ich habe sie alle, ne? Jupp, 4. Ja. Ah, ich bin gleich bei dir. Da ist er. Ja, ich verstecke mich. Augenblick. So. Ach komm, wir können gleich looten. Und sehen wir eben. Ah, guck mal, da ist sie ja. Oh, die kommt von ihrem Berg runter. Das macht die aber. Das habe ich ja noch nie gesehen, dass die das gemacht hat. Komm her, du. Schönheit. Lecker Mädchen. Meine Kombi aus beiden. Juhu, großer Zauberer. Wie das war. Komm schon. Komm schon, du Hilfe drauf. Jawoll. Mensch, Mädchen. Da ist sie. Da, Nesselfluch. Sehr schön. Mal gucken, was hier noch so ist. Gell? Eine abgetruhte Sperrte. Ach komm, sei nicht dumm. Aber ich glaube, mir fehlen echt also stärkere Zauber. So lange wie ich auf die schießen muss und ich komme auch gar nicht so weit. Die konnte viel weiter schießen als ich. Ich glaube, da fehlt ein bisschen was. Den Eimer wollen wir nicht. Was sollen wir mit dem Eimer? Hier ist der Baum. Hier müssen wir rüber. Bist du irgendwas? Nein, nur ein Baumstück. Ein Holzstück, meine ich. Ein Zweigling. Was haben wir hier noch? Ein Seelenstein und Todesglockenblume und was haben wir hier noch? Nein, hier noch. Da liegt noch was. Hexenrabenklaue, jawohl. Und hier noch Federn. Ja, die hat sich selbst die Federn rausgerissen zum Zaubern. Sehr krass. Sehr krass.
Jetzt kann ich hier schlafen, guck mal. Der hat auch kein Schloss drauf. Die war sehr von sich überzeugt. Wer an die Kiste kommt, hat mich besiegt, denkt sie. Hat sie vollkommen recht. Da hat sie vollkommen recht. Ach komm, wir schlafen mal ein bisschen. Uff. Oh, 7 Stunden. Nur mal so. Weil wir können. Einfach weil wir können. So. Jetzt fühlen wir uns schon sehr viel hexenrabiger. Wo war denn der Baum? Ah, da. Müssen wir aufpassen, die hat hier noch Fallen. Los, Fallos. Da. Da. Das sind magische Fallen. Durchsuch Bandit. Ich meine, wir sind eh gescheatet, ist ja egal. Wenn wir die finden, ne, dann finden wir sie. Die Fallen. Hier war noch, genau, hier war noch irgendwo ein hohler Baum, da waren aber drin. Alles mit hier. Dann nehmen wir alles. Nehmen wir mit. Alles. Alles meins. Meins? Ja. Da, was mache ich? Das Skelett. Her damit. Ja, komm schon. Geldbeutel. Hopp. Helm. Jawohl. Pilze. Nehmen wir auch mit. Ach, das Wetter ist heute nicht ganz so schön. So, so gescheitert kann man ja eigentlich alles angreifen. Ne? Wir könnten ja auch irgendwelche Stadtwachen, wir könnten ja alles niedermachen. Wir könnten ja die Welt regieren, wenn wir wollten. So. So, wir speichern mal eine Runde. Ein neuer Spielstand. Hier Wettersee, da fällt mir die Hustinettenbär ein. Ist das Leben noch so schwer? Jetzt kommt die Hustinettenbär. Der Halsschmerztablettenbär, Halsschmerzbonbonsbär, besser gesagt. So. Ja. Leider, ne? Hören die den Sturmmänteln, die Pferde. Ich meine, wenn keiner guckt, ne? Aber wir sind ja keine Klauböcke. Na du? Sturmmanteltyp? Lecker. Ratte am Spieß, sehr lecker. Aber hier war ein Schmied, ne? Hallo Schmied. Ich glaube, hier konnte man sogar handeln. Guck mal, hier ist sogar ein Alchemietisch. Hier geht viel mehr, als man so denkt. Zaubertrank. Ja. Blutige Lumpen. Nein. Das lassen wir mal liegen. Mit dir kann man hier handeln. Hier. Das kann ich erübrigen. Ich will nichts erübrigen. Was hast du denn? 1130. Na guck mal.
Was kannst du ja übrigen? Eisenerz, den nehmen wir da mal mit. Hast du auch Dingens? Nee. So. Was habe ich denn hier zu verkaufen? Guck mal, Eisenbarren. Bitteschön. Schon besser. Guck mal, hier ein Schild kannst haben, eine Rüstung, ein paar Helme. Und dann haben wir hier noch De Loco. Hallo, mein Lieber. Alles klar, Loco, mach das. Leg dich hin. Ich habe gesehen, du spielst Kummen die ganze Zeit schon. Wie ist denn deine Meinung dazu? Danke dir. Stahlhelm, da brauchen wir alles nicht. Ja, Eisenstreitkolben. Das haben wir nicht nötig. Wir sind Zaubis. Dolche. Nee. Und dann noch Eisendolche. Die sowieso nicht. Ich halte nicht viel von Skummen, wenn ich ehrlich bin. Ja, das sagen alle. Aber noch ist es nicht passiert. Ach so, das sind hier die. Schon gedacht, wieder Feinde hier. Nein, keine Feinde. So. Und weiter geht die wilde Fahrt. Juhu. Hopp. Blumen. Wir sammeln Blumen. Wer bist du? Wer bist denn du? Ach. Ihr seht nicht sonderlich gut aus. Ist alles in Ordnung? Ja, alles super. Bin ich krank? Echt? Wo ist meine Karte? Da. Zielort festlegen? Nee. Wo war das denn nochmal? Wo man sehen kann, wie es einem geht. Magie? Naja. Oh, ich habe Hirnfäule. Deswegen. Ja, das ist klar. Mit Hirnfäule kommst du nicht weit. Wo habe ich die denn her? Entzieht 25 Punkte Magiker. Ach ja, dann. Hirnfäule hört sich ja schlimmer an. Also da ist. Ein bisschen Hirnfäule haben wir doch alle irgendwo. Oder wie, oder was? Erst gestern Nachricht noch. Mein Gott, ich glaube, ich habe heute wieder Hirnfäule. Da, Hemas Schande, da gehen wir doch mal rein. Da sind wir dabei. Das ist prima. Oh, da ist ein Pferd. Oh, hallo Pferd. Wo ist denn dein Besitzer? Oh, hallo Blumen. Ja, hier nicht so laut. Man hört uns. Ich gehe jetzt erst in die Höhle und wenn du dann noch gleich hier bist, dann reiten wir weg, okay? Aber erst machen wir den Dungeon.
mit unserer Hirnfäule. Lecker. Ah, erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Ach, was hat eigentlich die Uhr? Ich habe null Ahnung. Viertel nach zwei, na guck. So. Achso, wir müssen hier schleichen. Da, der hat uns schon gesehen. Der hat uns schon gehört oder gesehen. Oder beides. Oh ja, wo bist du? Ja, ja, da ist deine Fantasie mit dir durchgegangen. Genau so ist es. Ach, da steht er doch. Ja, mein kleiner Vampirdiener. Ja, ja, da ist seine Fantasie nur mit dir durchgegangen. Mach dir keinen Kopf. Alles gut. Äpfel, Igitt. Gesunder Kram, Igitt. Echt jetzt? Heil brauche ich nicht. Aber, ne, was man hat, hat man. Das schon eher. So. Na komm, dann gehen wir mal hier gucken bei die Vampire. Vampire, wir kommen. Unbedingt ein paar stärkere Zauber. Oh, eine Falle. Wie unlustig. Ah, da ist ja jemand. Guck, guck. Da hast du aber ganz schön Fratzen geschnitten, wa? Halbes Level haben wir schon wieder. Ach, hier können wir ja eh. Als Zauber können wir von hier oben nicht viel machen. Ich brauche Feuerzeuge, ja genau. Ich brauche Feuerzeuge. Ich bin der große Feuermagier. Ich brauche Feuerzeuge. Nein, natürlich brauche ich Feuerbälle. Das ist der Trick. Ja, 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 ja. Mein kleiner Vampir. Ja, so muss das sein. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Keiner brennt so schön wie du. Mir juckt die Nase. Da gibt bestimmt einen drauf. Junge Mann. Echt? Jetzt habe ich das da mitgenommen. Der doofe Fell. Naja. Hier gibt es für alles einen Markt. Oh, das ist leer. Bestimmt. Was haben wir denn hier noch? Aha, aha, aha. Ah, lecker. Da sieht ja alles sehr lecker aus. Den Helm nehmen wir mal mit. So einen Helm kann man immer gebrauchen. Ah, winziger Seelenstein, na guck. Ach, da waren wir ja schon. Hier irgendwas an Büchern oder so, oder was? Nö, nichts Sonnes. Okay. Ja, wer bist du denn? Ach, wir nehmen alles. Auch wenn es nur die einfachste Kleidung ist. Wir nehmen alles mit. Vielleicht sollte ich nochmal schleichen. Schleichen ist doch viel besser.
Der geht wieder weg. Das ist gut. Hallo? Nein, nein, hier ist niemand. Außer vielleicht ich. Hat er bestimmt gar keiner gehört. Der war da bestimmt ganz leise. Sag ich doch. Geh wieder zurück in deine Höhle. Geh weg. Geh wieder zurück. Geh zurück. Also geht doch. Ah, ich komm. Schön drin bleiben in der Höhle. Oh, ist schön. Jawohl. So, was haben wir denn hier noch? Guck mal, was steht denn hier? Ewige Magikerin, das mal stimmen würde. Wenn das mal stimmen würde. Ah, ein alter Dolch, super. Oh, eine Kiste. Oh, da muss ich wieder knacki-knacki machen. Naja, genau. Du bist auch der größte Knacki-Knacki, du. Ach komm. Ich habe nur noch 130 Dietriche. Ah. Naja. Gut, dass wir da auch immer noch ein bisschen Erfahrungspunkte kriegen. Für 63 Gold, dann hat das sich gelohnt. Das rechnet sich. So, dann müssen wir mal gucken, hier mit unserer Hirnfäule, dass wir hier irgendwie durchkommen. Oh, da liegen Tote. Tote Leichen. Da sitzt eine Lebende. Die Sterblichen sind schwach. Ja. Ich kann die schon mal komplett ausziehen, ohne dass sie das merkt. Das ist schon mal viel wert. Was? Was sagt sie? Was? Sag nochmal. Hat mich gehört. Sag nochmal. Verdammt. Oh oh. Du musst nicht. Ist es heute noch frisches Blut? Ja. Hast du keinen wiederbelebt? Selbst schuld. Oh, dann bin hier noch. Ach, wir können ja wieder aufstehen. Heilung. Ah! Lesen. Jawohl, Zerstörung verbessern. Das ist gut. Dann nehmen wir sogar mit das Buch. Ja, damit. Ist hier noch so ein schlaues Buch? Nee. Komm schon. Was ist denn das hier? Beschädigtes Buch, natürlich. Die nehmen wir auch noch mit. Guck mal hier, ist noch ein Aschehaufen. Wo kam der denn her? Was war das denn? Was hatte die denn da beschworen? Hier lagen doch nur zwei. Wen hatte die denn da beschworen? Das war ja ein Trick.
Einen sondergleichen Trick. Ah, hier geht's weiter. Okay. Ich glaube, ich bin noch kein Vampir. Ich bin noch nicht gebissen worden, ne? Einmal gucken. Nee, wir haben nur die Hirnfäule. Das ist ja nix. Ein bisschen Hirnfäule hat ja jeder. Das hast du doch schon, wenn du ein bisschen RTL guckst. Oder RTL 2 noch besser. Da geht das schon direkt los mit der Hirnfäule. Hirnfäule, Hirnfäule, du hast wohl Hirnfäule. Hi Spinne, schön dich zu sehen. Oder machen wir beides. Beides ist eigentlich eine gute Kombi. Obwohl Eis und Feuer gleichzeitig ist schon irgendwie komisch, ne? Aber naja, mein Gott. Gib mir mal hier die Spiegeleier. Die Spinneneier meine ich. So. Was ist man hier? Nicht da. Salz. Salz nehmen wir mit. Sindelstein nehmen wir auch. Arkane-Verzauber. Der Tisch sieht anders aus als die anderen. So ein einfacher Holztisch. Nee. Ach, was haben wir hier noch? Zaubertrank. Zaubertrank ist immer gut. Zum Verkaufen. Noch ein alter Dolchchen. Das ist so. So, ich weiß gar nicht, habe ich eigentlich schon das Haus gekauft? Und was hat eigentlich mein Geldzustand? 5700 Gold habe ich, okay. Ich weiß nicht, ob ich das Haus schon gekauft hatte. Mit der. Die hat lange geruht. Die Merlina. Bis ich sie jetzt mal wieder aktiviert habe. Achso, wir wollten ja schleichen. Das ist ja dann A und O, das O. Auch als Zaubi. Guten Tag. Ist da jemand? Nein, nein, hier ist niemand. Hab ich doch gesagt, hier ist niemand. Wer ist mal weggegangen? Ja. Ah, hier. Man kann sagen, hier ist doch irgendwo ein Weg, oder? Hier muss doch ein Weg sein. Oh. Ah, das wird wieder so ein Heidi-Wittger-Kampf mit ganz vielen. Wenn ich normal spiele, ist das immer eine schwere Stelle. Weil hier kommt ein Diener, ein Meister, ein Vampirmeister. Da ist er. Aber ist ja egal. Wir sind ja unbesiegbar. Ja, kommt her, wenn ihr was wollt. Ja, 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 ja. Und noch mehr davon. Ey, nicht abhauen, mein lieber Meister. Da liegt er. Okay. Haben wir alle? Ach ja, geschiedet ist halt ganz einfach. Und hier nochmal gucken in den Aschehaufen. Jawohl. Hallo Mädels. Wie geht's denn so?
Alles gut bei euch. Wenn wir jetzt schon... Ne, wir haben immer noch nur hier ein Foil. Nur ist gut. Ach, du brauchst nicht mehr schleichen, ganz oben laufen. Hast gewonnen. Hurra, hurra, hurra. Hinsetzen, Bank? Nö. Da liegt noch ein Toter, aber das ist ja hier, das ist ja alles. Sieht ja sehr cool aus, ne? Kann man ja mal nicht anders in eine Sage sagen. In den Raum sagen. Kaiserlicher. Oh, Dietrich. Na, guck mal. Echt geil. Schon sehr toll, sehr toll, sehr toll. Und eine große, dicke Kiste. Und Streitkolben, Silberhaltkette, bisschen Gold. Naja. Er hätte mehr sein können. Maruf. Und raus. Und dann müssen wir, glaube ich, mal unsere Hirnfäule behandeln lassen, oder? Ich habe so das Gefühl, das sollten wir mal machen. Guck mal. Hier sind wir wieder. Unser Pferdchen noch da? Ja, steht da noch. Okay, aber wir machen mal eine Schnellreise in die City Town. Und dann machen wir eine Schnellreise wieder hierhin zurück. Wir müssen uns mal eben... Nee. Nicht nach Drachenweste. Na, weißt du auch. Genau. Da wollen wir doch hin. Dann trinken wir mal einen Schluck. Blut. Level Up hatten wir auch. Na, guck mal. Stufe 10, haben wir 18. Na? Na? Ah ja, war es natürlich Abend. Oh, da kommt er. Ihr da. Ich hier. Die Dämmerwacht sucht nach Leuten, ja, die gegen die wachsende Vampirgefahr ankämpfen. Super. Seid ihr dabei? Na klar. Vampire töten? Wo kann ich unterschreiben? Ja, ihr werdet Isran gefallen. Ja, glaube ich auch. Geht zur Festung Dämmerwacht, südöstlich von Riftkorn, und sprecht mit ihm. Okay. Er wird entscheiden, ob ihr das Zeug dazu habt, der Dämmerwacht beizutreten. Aha. Mach ich. So, jetzt gucke ich mal. Gehört mir das hier schon? Schlüssel erforderlich. Nee, ich habe das immer noch nicht gekauft. Das ist ja doll. Oh, was ist denn hier los? Wieso kann ich den nicht durchsuchen? Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Was? Papierjäger oder so. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Bestimmt. Bestimmt ist das was für dich, mein Freund. So. Und wir gucken mal, was wir hier haben. Was hier rein muss. Amethyst. Die Erze kommen hier rein. Der Granatstein kommt hier rein. Das brauchen wir alles nicht. Obwohl Mondsteinerz. Ach ja, das behalten wir mal. Vielleicht können wir ja mal irgendwann eine schöne Rüstung machen. Wer weiß, wer weiß. So, was haben wir hier? Ach, das ist ja alles Pillepalle. Das kann ja alles weg hier. Kleidung. Und dann haben wir hier. Steigert Magika um 30.
Beschwörung kostet 12% weniger. Was haben wir hier oben? Der geringen Beschwörung ist dasselbe. Magika regeneriert sich 50% schneller. Das sind die Stiefel, die wir haben. Ah, Vampirrobe. Vampirrobe ist auch nicht schlecht, ne? Muss man nur verzaubern. Vampirrüstung. Das haben wir doch schon alles. Stab des Schutzgeistes. Beschwört einen Schutzgeist für 60 Sekunden an der Stelle, auf die der Zauberer zeigt. Nö. Was haben wir denn hier? Haben wir hier Zauberbuch, Raserei. Kreaturen und Personen bis Stufe 6 greifen 30 Sekunden lang jeden in der Nähe an. Den wollte ich nicht da reintun, den wollte ich hier lernen. Na, Raserei. Ich weiß nicht, ob ich den brauche, aber pff, schaden kann er nicht. Dann gehen wir mal gucken. Guten Tag. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, ich habe hier einen Krätze oder sowas. Aber ich hole mir hier meinen Segen. Ach ja, und ich habe ja Nesselfluch. Haha. Genau. Da wird die sich freuen. Da war sie jetzt schon. Da. Nun, habt ihr diesen elenden Hexenraben Nesselfluch abgenommen? Ja, ich habe Nesselfluch für euch. Oh, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr wiederkommt. Aber natürlich stimmt mich eure Rückkehr sehr froh. Natürlich bist du froh. Ich will dieses Ding aber eigentlich gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Könntet ihr euch vielleicht um alles weiter? Ja, ja, natürlich. Was muss getan werden? Okay. Ich esse mal ein paar Bonbons. Achso. Das war's schon. Okay. Dann hole ich mir mal hier. Hey, du hast es mir doch gerade erst erzählt. Was? Ja. Kann ich euch helfen? Ich bin ein Reisender, ein Pilger. Ja? Ich folge der Stimme von Kynare, immer man sie hören. Ah ja. Ich träume schon seit Jahren davon, Ahnenschimmer zu sehen. Darf ich an eurer Seite reisen? Das ist. Auch nicht im Weg zu stehen. Das ist ziemlich gefährlich, du wirst sterben. Ich möchte lieber alleine. Ich verstehe. Einige Wege muss man allein beschreiten. Ich bin hier, falls ihr eure Meinung ändert. Ja, alles klar. So, jetzt aber. Hui! Und schon habe ich kein Gier und Fäule mehr. Na, siehst du wohl. Geht doch. Achso, ich kann ja immer noch aufsteigen, ne? Oder wie war das? Ja klar. Zerstörungszauber. Ab 60 muss ich da sein. Das ist Rost, da ist Blitz. Was denn hier? Achso, das ist. Das hat Mana weniger kostet. Was ist das hier? Du kannst Runen 5-mal so weit entfernt platzieren. Das alles, das hat nur billiger Werte. Brauche ich nicht, weil ich habe ja eine ganze Menge Mana. Gelb. Naja. Was haben wir denn hier? Wiederherstellung, Veränderung, Verzauberung, Schmiedekunst, zweihändig, einhändig, Schießkunst. Was haben wir denn hier? Schleichen. Leichte Rüstung werden wir nicht tragen. Taschendiebstahl werden wir nie machen. Alchemie haben wir schon. Komm, wir machen nochmal Schleichen. Umso besser können wir es anschleichen. Was haben wir hier? Lautloses Bewegen. Geräusche, die Rüstungen verursachen, ist um 50% leichter. Naja. Irgendwas muss man ja nehmen, ne? Ich trage überhaupt keine Rüstung. So ein Quatsch. Ja, ein Quatsch mit Soße. Naja.
Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Ja, sollen sie auch. Die sollen verdammt toll sein. Ach. Hör mal, ich bin hier Tane von der Stadt. Das ist das Problem. Das haben die damals irgendwie nie, aber mein Gott. Das ist, die haben wir auch auf hohem Niveau. Guck mal, da ist sie. Der Jarl hat mich Lydia. Zu einem Muskal ernannt. Ja. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Alles klar, Lydia. Lebt wohl. Ja, die hat die ganze Zeit hier gewartet und gestanden. Ich muss sie da einmal ansprechen, damit die wenigstens hier hochgeht. Wer sagt das? So, was kann ich denn hier machen? Beschwörung kostet weniger und das ist die billigste von allen. Na, dann lernen wir da doch. Das ist Zerstörung kostet weniger. Steigert Magicka um 30%. Dann ist das, weil ich... Ach so, Magicka regeneriert sich 50% schneller. Ah, und das ist gesteigert, okay. Zerstörungszauber kostet 12% weniger Magicka. Machen wir auch. Auch okay. So, jetzt müssen wir mal hier warten auf die Zaubi. Der muss uns mal ein paar Bücher verkaufen. Mal gucken. 9 Stunden. Wir hätten ja auch irgendwo schlafen können, ne? Aber mein Gott. Schlafen wird total überbewertet. Oh, hoffentlich hat er seinen Laden unter Sorge. Da ist er. Hast du gesehen? Sind euch hold, mein Freund. Ja. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Was soll ich kaufen? Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Ich denke auch. Ich denke, erstmal verkaufe ich dir was. Denke ich mal. Zum Beispiel verkaufe ich dir mal nichts von dem hier, aber den Feuerball. Bitteschön. Und dann verkaufe ich dir noch das hier. Und dann verkaufe ich dir noch feine Stiefel, bestimmt nicht. Die könnte ich selber tragen. Wieso mache ich das nicht? Den Ring auch nicht. Guck mal hier, die Handschuhe. Das ist alles nichts wert. Weg damit. Obwohl Handschuhe... Ach, Handschuhe hätte ich behalten sollen. Die kann man bestimmt verzaubern, wenn man sie trägt. Kleidung. Aber ich finde auch 1000 Mal solche Sachen. Novizen kaputt. Beschwörungsdingens. Na, das sind die Stiefel, die verkaufe ich jetzt. Jetzt habe ich keine Schuhe mehr an. Guck mal hier, Vampirrüstungen. Er kauft die. Das gönne ich ihm. Vampirstiefel, das sind Lederstiefel, ne? Nein, wie viel denn sonst? Er hat doch kein Gold. So. Jetzt muss ich mal eben gucken, was der hier für Zauber hat. Das sind die, die ich schon hab, ne? Genau, Feuerrune. Explodiert auf einer in der Nähe befindlichen Oberfläche. Zauberbuch Blitz. Funken. Kerzenschein. Lautlosigkeit. 180 Sekunden lautloser. Leichnam wiederbeleben, das brauchen wir nicht.
Eine Lichtkugel, die für 60 Sekunden dort bleibt, wo sie einschlägt. Oh nein. Seelenfalle. Hier führt es einen Seelenstein. Den können wir mal kaufen. Steinhaut, sowas brauchen wir nicht. Sowas brauchen wir nicht. Blitzrune, Eichenhaut, Eisenstachel. Eis. Feuer. Archokanten. Feuerblitz. Ein Feuerstoß. Oder brennende Ziele erleiden. Zusätzlich Schaden. Das nehmen wir mal mit. Besänftigen. Kreaturen und Personen bis Stufe 9. Kämpfen 30 Sekunden lang nicht. Warum nicht? Lasse doch. Er schafft für 120 Sekunden ein magisches Schwert. Wird beim Wegstecken gebannt. Oh, vielen Dank für dein Follow. Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen. Ich hoffe, es gefällt dir. So. Feuerarchonanten beschwören. Ach, ich nehme das mal mit, aber eigentlich brauchen wir das nicht. Wir wollen doch, wenn, dann machen wir heilen, brauchen wir auch nicht. Das ist nicht unser Ding. Komm, wir lesen mal hier. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfell. Ja, da gehen wir noch hin. Mach dir keinen Kopf. Da gehen wir noch hin. Aber erst gehen wir zu den Frostmännern da oben. Du weißt schon. So, was haben wir denn jetzt hier? Objekte, hier, da lang. Wo sind denn meine Bücher? Raserei? Habe ich schon. Gelesen, aber nicht gelernt, oder was? Benutzen. Ich kenne Raserei. Haha. Na dann. Und dann, den lernen wir auch. Und den lernen wir auch. Okay, dann können wir nochmal zurück. Dann können wir dem den Rest verkloppen. Wo ist er? Da. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt jeden leidenschaftslos zurücklassen. Boah, du sagst schlaue Wörter. Eine gewisse Ruhe, meint ihr nicht? Ja, ja. Einfache Energie. Ah, ja. Kontrolliert von denen, die das Wissen und den Willen dazu Ein Schüler der Kunst. Ihr müsst anfangen, indem ihr eine Verzauberung erlangt. Das ist den Sprung jetzt. Ach, mein Gott. Das wollte ich nicht. Dann nutzt den arkanen Verzauberer. Ja. Ja, das weiß ich doch. Faringar. Ja? Mensch, da ist die Maus gesprungen. Das wollte ich doch gar nicht. Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich mich auch. Das wird euch gefallen. Oh, ich glaube, ich habe keine Schuhe an. Fällt mir gerade auf. So, warte mal. Ach so, ich muss ja hier hin. Ich muss ja verkaufen. So, der Zauberbuch. Bitteschön. Jetzt hast du ja auch wieder Gold. Ich habe dir ja schließlich, ne? Abgekauft. Dann kannst du hier mal die Vampirklamotten kaufen. Bitteschön. Dankeschön. Die feinen Stiefel, die brauche ich selber. Oh, hier, den Stab, den brauche ich auch nicht. So. Vergesst nie das. Nein, ich vergesse nie das. Was auch immer du jetzt sagen wolltest, liegt sich jetzt an. So. Verstand, eure schärfste Waffe ist. Ja, danke. Der Fahriger ist schon toften. Natürlich gehen wir doch zur Dingensfeste. In die Akademie. Aber doch erst später. Jetzt müssen wir erstmal Zeugs loswerden. Kohle, 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 Kohle. Mach uns die Kohle. Juhu! Euch wohl gern mit Alchemie. Was? Nee, du hast das nicht verstanden. Das habe ich mir schon gedacht. Ach ja, das ist es wieder. Das ist, ich mag das gar nicht, dass die so sind. Was? Mal gucken mal.
Wir können bestimmt ein paar Tränke verkaufen. Seht euch nur gründlich um. Jupp. Ich bin mir sicher, ihr findet. Ich bin so froh, dass wir Freunde sind. Ich hab etwas für euch. Oh, wir sind Freunde? Echt? Was ist denn für mich? Feine Kleidung. Oh, danke. Was benötigt ihr, mein Freund? Weiß ich noch nicht. Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Nein, nein. Nein. Also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Nein, ich will verkaufen. Das müssen wir alles einfach mal kaufen. Und dann machen wir mal Alchemie mal irgendwann. Und dann lernen wir ganz viel Alchemie, genau. Guck mal, wir haben auch ganz viel, sehe ich gerade. Was wollte ich denn? Achso, ich wollte hier verkaufen. Da brauchen wir da alles nicht. Ewige Magika. Stellt Magika vollständig wieder her. Punkt um Ende. Das war's. Okay. Das brauchen wir nicht. Ja, Redekunst verbessert. Na, guck mal. Haben wir hier schon reingeguckt? Da haben wir schon reingeguckt, okay. Ja, du brauchst gar nicht angerannt kommen. Ach, macht sie gar nicht. Das macht sie, weil wir Freunde sind, kommt die nicht mehr angerannt. Das ist ja nett. Wenn ihr euch fragt, wo hier das ganze Zeug ist, das habe ich mal mitgenommen. Da waren wir gerade Freunde geworden und da war das kein Stehlen mehr. Und da habe ich mir die geliehen. Geliehen, ihr wisst schon. Ihr versteht schon. Geliehen halt. So. Boah. Braucht ihr ein neues Schwert? Dann sprecht mit Adrienne in der Schmiede. Mann, ich wollte dir gerade sagen, dass ich hier der Tarne der Stadt bin, aber das Menü geht nicht auf. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im Lager. Ja, ich weiß. Würdest du mir auch deine Schwester verkaufen, zur Not? Alles steht zum Verkauf. Alles. Aha. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Für manche ist es Ram. Für mich sind es Schätze. Ja. Und für mich ist es eine Wertanlage. So, was haben wir denn hier Schönes? Davon noch hier den Silberbarren kannst du mal haben. Kopfgeld, Schatzkarte. Das ist alles. Ach ja, hier. Guck mal hier. Brot und Apfel und Met. Guck mal, was ich alles für dich hab. Feuerball und Schneesturmrolle. Und Schreckenzombies. Oh, da geht dein Geld aber schnell dem Machen, aber. Die Gifte kannst du auch haben. So, hier hast du noch ein Eisenschild. Ach, ich muss ja erstmal die, ach, feine Kleidung, die behalte ich mal. Was habe ich denn hier noch? Nichts mehr an Kleidung. Okay, dann kann ich dir auch das hier verkaufen. Hier hast du noch einen Helm und noch einen und noch sowas und sowas und sowas und sowas. Und noch Fellrüstung. Ich habe gar nicht geguckt, ob du Dietrich hast, mein Freund. Die würde ich dir natürlich abkaufen. Das halten wir mal fest. Das kann man später mal verzaubern. Irgendwann mal. Alle weg. Jawohl. So. Hast du Dietriche? Ja, 4 Stück. Die nehmen wir mal mit. Mach ein Eisenerz. Und dieses. Mach ich. Natürlich. Mach ich doch. Keine Frage. Was? Was war das? Ach, der ist hier im Holzhacken. Okay. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten? Nee, ich bin nicht stehen geblieben. Sieht nicht so aus, als ob ich das wollte, oder? Kann ich jetzt hier reingucken? Ne, die sind Lucky, Baggy, Buggy, Boogie, 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 Boogie. Boogie, Boogie, Lucky, Duggy. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Nö, ich möchte eigentlich Dietrich kaufen. Hast du nicht? Gut, dann kauf du mir meinen Müll ab, okay? Guck mal, hier habe ich noch einen Dolch. Ach, du hast so viel Gold, da brauchen wir ja gar keine Gedanken machen. Guck mal hier, da und das noch und noch ein Bogen. Ich pfeile, halte dich mal.
Irgendwann kann man die mal verkaufen, dann gibt es noch was dafür. Hier hast du noch Schwerter. Das war's. Dietriche, Spitzhacke, Pfeile, alles gut. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Nee, wir porten jetzt zurück. Da, wo wir waren. Wir waren hier. An der Schande, genau. Ah, ein Schluck Wasser. Guck mal, das Pferd steht da immer noch. Komm, du bist hier so alleine, armes Pferd. Na komm. Armes Pferd. Na, das versteht ihr doch, oder? Ich kann doch das Pferd nicht einfach so alleine. Das ist eh nicht allzu weit, nur bis zur Alchemistenbude. Aber immerhin. Da sind Wölfe. Da lassen wir mal die Wölfe Wölfe sein. Ja. Ja, warte. Gleich steige ich ab. Da ist die Alchemistenbude. So. Wo sind die kleinen Wölfe? Alles gut mit dir? Okay. Alles gut, Rottihü. Also, lass uns mal gucken, was haben wir denn hier? Möhren und Glühstaub, den nehmen wir doch mal mit. Und hier haben wir noch einen Volltreffer. Ich habe bis heute noch nicht rausgekriegt, wofür die eigentlich hier ist. Wahrscheinlich nur, damit ich was zu looten habe. Wo ist mein Schmetterling? Da. Danke. Hier darf ich sogar schlafen, wenn ich will. Ist kein fremdes Bett. Tagebuch des Alchemisten. Oh, es war eine ausgezeichnete Entscheidung, hierher zu kommen. Die heimische Pflanzenwelt scheint viele nützliche Eigenschaften zu besitzen, die ich zu neuen Zaubertränken verarbeiten kann. Dank des gehaltreichen Bodens haben sich meine Stecklinge draußen zu prächtigen und üppigen Pflanzen entwickelt, die ich gleich aberden werde. Ich glaube, heute Nachmittag gehe ich wieder Pilze sammeln, denn meine Vorräte gehen allmählich zur Neige. Eine persönliche Anmerkung. Ich habe meine alchemistische Arbeit aus den Schuppen nach draußen verlagert. Ich habe festgestellt, dass die Mittagsluft meiner Gesundheit zuträglich ist und meine Arbeit beflügelt. So sei es denn. Dann gehst du raus. Sammeln, bringst alles hier hin. Oh, ein Elfen. Oh, mein lieber Mann, du hast ja tolle Sachen. Guck mal, das hat alles gedeiht. Na hier. Schön, schön, schön. Todesglockenblumen. Die nehmen wir da mit. Hallo. Dich nehmen wir da auch mit. Tolle Kirschen. Na, du hast ja hier die feinsten Sachen. Da muss man ja mal sagen, ne? Das sind jetzt nicht gerade die Heilkräuter, wo man jetzt so sagt, oh, die bringen große Heilung. Und dann mal wegmachen hier. Danke. So. Wenn ich mich jetzt beeilen würde, würde ich wahrscheinlich das Pferd noch einholen. Aber Gott.
Mein Gott, was soll das? Wir haben einen schönen Tag, wir wollen ein bisschen spazieren gehen. Vielleicht treffen wir noch ein paar Wölfe oder eine Spinne oder einen Bär. Oder ein Elch. Oder so. Hui. Na? Ich höre was. Was höre ich denn hier? Ich habe da was gehört. Ich bin ja nicht taub. Was ist denn das da? Was bist du denn? Guck mal, das habe ich noch nie gesehen, das Buch. Ey, wie oft bin ich hier schon hergelaufen? Leichte Rüstung vermessen. Noch nie nicht gesehen, das Buch. Das ist ja krass. Okay. Na, hier war doch immer irgendwas, oder? Spinne, Bär, hier war doch irgendwas, war doch hier immer. Oh, oh, Drache! Drache! Drache im Anflug! Ah, wie geil das aussieht. Na, kommst du wegen mir oder hast du andere Geschäfte im Sinn? Okay, ich habe so den Verdacht, wir werden uns näher kennenlernen. Na komm schon. Na komm, du willst es doch auch. Jetzt fliegt er wieder weg. Ey. Ey, Drache. Das macht keinen Ärger, Drache. Wo bist denn du? Jetzt fliegt er weg, ey. Ach komm. Ameno. Ich hatte mich schon so auf dich gefreut. Verdammt. Naja. Später, später. Später, Peter. Da hast du nochmal Glück gehabt, Elchi. Da wärst du wahrscheinlich mit drauf gegangen. Das hätte ein schönes Brutzelfest gegeben. Drache am Spieß. Sozusagen. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier bin ich jetzt... Ah, dreimal gedreht schon, weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Das ist ja typisch. Wo ist der Bär? Jetzt höre ich den Bären. Kaum ist der Drache weg, traut sich der Bär wieder nach vorne. Naja, dann sind wir hier richtig hin. Das sind mir die richtigen. Komm her. Ja. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Da ist er. Komm her. Ja, komm her, Bär. Ja. Ah, du machst mir keine Angst. Ich habe große magische Fähigkeiten, mein Freund. So ein Magier wie mich hast du hier noch gar nicht gesehen. Gell? Oh, und schon haben wir eine Höhle entdeckt. Was ist das denn hier? Bienen? Ey, ich wollte das mitnehmen.
noch ein Bär. Ich glaube, hier werde ich bestimmt noch mal hingeschickt. Lass uns das mal später machen. Dann gibt es bestimmt auch Belohnungen. Und die kriegt man nicht, ne? Ne, die kriegst du nicht. Verdammt. Pack. Pack, pack, pack. Ja, der kommt nicht mehr nach Hause. Der gefährte Bär. Ich muss unbedingt mal meine Zauber überprüfen. Kann ich eigentlich mal hier machen? Nee, hier ist doch nichts mehr, oder? Nö. Hier ist nichts mehr. Machen wir das mal eben. Magie. Magie. Was haben wir denn da? Stärke, Feuerrune, Flammen, Novize, Feuerblitz. Ein Feuerstoß, der 31 Schadenspunkte verursacht. Das hört sich doch gut an. Jawohl. Frostbiss. Davon haben wir noch nichts Besseres. Da haben wir nur den Blitz. Ach so, den... ach, wie ging denn das nochmal mit F, ne? Ja, mit F. Dann nehmen wir den Blitz mal... Der ist ein Lehrling. Habe ich noch mehr? Change Hairstyle. Oh, toll. Das sind ja mal ein paar schöne Umwandeln. Ja. Ach, guck mal, hier mal alles. Drachenhaut. Heilung. Hellsehen. Raserei. Schutzgeister. Ja, und jetzt? Muss auch zaubern. Ah! Oh, jetzt habe ich so einen Feuerball, der... Oh ja. Ja, der geht auch in den Himmel, oder? Jawohl, damit können wir schön uns mal mit Drachen beschäftigen. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Eiverstadt, wir sind da. Trali, trala, wir sind da. Und trotzdem muss ich jetzt mal gucken. Funken, Heilung. Eigentlich müssen wir den ja, wenn wir hier in Dungeons gehen, glaube ich, ist der ja besser. Also ich werde den auf jeden Fall mit in die Favoriten nehmen. So. Die Graubärte haben das Drachenblut nach Hochodka gerufen. Ja. So etwas ist schon seit einigen Jahrhunderten nicht mehr. Ja. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich bin auch komplett überrascht. Und du? Okay. Nix. Was? Die Rückkehr des Drachenblutes? Tja. Und wem von uns würde eine solche Ehre zuteil werden? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Tut mir leid. Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Guck mal hier. Hopp und hopp und hopp und hopp und hopp. Da ist er. Na, mein Lieber. Na, Vieh. Ich kann euch nicht finden. Reiter war da und dann... Aha. Pflanzen sammeln gegangen und kam nicht mehr zurück. Ja, da hat er den Pausensnack gefunden, die Reiter. Alle haben gesucht und niemand konnte sie finden. Mhm, gesagt, dass sie wiederkommen wird. Natürlich. Nafi, keine Sorge. Nein. Reiter wird's. Ja, ich esse ein paar Bonbons. Ja. Also ein Gold, bitteschön. Oh, vielen Dank. Oh, bitteschön. Mögen die göttlichen euer gütiges Herz. Ja, das, da gehe ich mal raus. Oh, guck mal, was da ist. Guck mal. Hallo. Ein Nierenwurz. Den nehmen wir da mit.
Tag. Na? Guck. Sieht nicht wie ein Pilger aus. Ne? Warum besucht ihr Ivarstadt? Wer sagt denn das? Hier verirren sich nicht allzu viele Besucher hin. Hilfe. Es sei denn, sie sind unterwegs nach Hochrotka. Ja, genau. Habt ihr schon mit Fastred gesprochen? Mit... Nein. Was? Ich sage euch eins, Wilhelm. Was? Wenn ich sie von hier wegschaffen könnte, würde ich es sofort tun. Wen? Aber Klimek muss noch so viel lernen. Wer ich? Klimek kommt schon zurecht. Wer ist denn Klimek? Ihr solltet eurem Herz zufolgen. Entschuldigt, meine Dame. Was? Möchtet ihr, dass ich euch etwas auf meiner Laute vorspiele? Ihr seid alle bekloppt hier. Wenn euch der Sinn nach etwas Musik steht, dann lasst es mich wissen. Was spielst du denn? Ich spiele die Laute. Die Laute, natürlich. Wenn ihr hören wollt, würde euch das nur 5 Goldstücke kosten. Ah, das ist kein Thema. Hier, warte. Nur 5 Goldstücke. Hier, ich würde das Doppelte zahlen. Das ist aber nett von euch. Ja, natürlich. Wisst ihr was? Nö. Ich werde ein besonderes Lied spielen. Oh, das ist... Ah, das ist nett. Danke. Redekunst verbessern, ne? Hau rein, Mädchen. Bitte sagt Bescheid, wenn ich etwas für euch tun kann. Ich will das Lied hören. Ruhe. Ihr braucht etwas? Ein Kunstbanause, der Typ da hinter mir. Gleich habe ich ihn abgeschossen. Ist dein Onkel, ne? Plötzlich bist du ja, weise. Und wir übernehmen beide die Kneipe. Was hältst du davon? Obwohl, ja, die am Arsch der Welt will ich auch nicht sein. Hier verirren sich nicht allzu viele Besucher hin. Sehr schön, sehr schön. Klatsch, klatsch, klatsch. Was? Wilhelm. An eurer Stelle würde ich mich vom Hügel im Osten der Stadt fernhalten. Da spukt es. Erzähl mir doch mal was über das Hügelgrab. Da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Dort spukt es. Natürlich. Also solltet ihr euch fernhalten. Natürlich. Hört, ich habe einen dieser Geister mit eigenen Augen gesehen. Ach Gott. Als er mich anstarrte, brannte sich sein Blick durch meine Seele. Natürlich. Ehrlich. Suchen die Geister auch eure Stadt heim? Zum Glück scheinen sie in der Nähe des Hügelgrabes zu bleiben. Na Gott, dann. Ich glaube, sie bewachen es. Glaube ich auch. Ist auf jeden Fall nicht gut fürs Geschäft. Wer will unweit eines verfluchten Hügelgrabes schon Zimmer mieten? Ja, so weiß keiner so genau. Ich könnte Nachforschungen anstellen. Wenn ihr glaubt, ihr könntet etwas ausrichten, nur zu. Natürlich. Ich suche Arbeit. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarls sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Oh, cool, ein neuer Beutebrief, super. Töte den Banditenanführer in Bruchhelmtal, na, mach ich doch. Ach so, wurde das Hügelgrab schon mal erkundet? Vor 1-2 Jahren ist hier ein Kerl namens Vindelius durchgegangen. Ach, der Vindelius. Er sei so eine Art Schatzjäger. Natürlich. Ich habe ihn davor gewarnt, da reinzugehen. Na so ja. Wie ich euch warnte. In der darauffolgenden Nacht hörten wir Schreie aus dem Hügelgrab. Und das war's. Ah, dann ist er tot. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Dann können wir ja die Leiche plündern gehen. Hast du Gerüchte gehört? Wo hier und da? Das heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der Gesichter verändern kann. So, dass man ganz anders aussieht. So wie du zum Beispiel. Könnt ihr das glauben? Nö. Ich wüsste auch nicht, wer das wollte. Was ist mit der Napi? Der ist harmlos. Ja. Er befindet sich in diesem Zustand, seit seine Schwester Raida vor über einem Jahr verschwunden ist. Der Pausensnack, immer wieder. Er lebt zurückgezogen im verfallenen Bauernhof seiner Familie, auf der anderen Flussseite. Ihr habt Nafi gesagt, dass sie zurückkommt? Das habe ich nur gesagt, damit der Arme sich besser fühlt. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie tot ist. Glaube ich auch. Raida hat immer Zutaten gesammelt, auf der kleinen Flussinsel östlich von hier. Okay. Eines Tages ist sie dann einfach verschwunden. Okay. Ich habe nach ihr gesucht, aber sie ist nie wieder aufgetaucht. Tja, so kann's gehen. Noch was? Gibt es auf der kleinen Insel was, wovor ich mich in Acht nehmen müsste?
Ich habe dort den Eingang zu so einer Höhle gesehen. Okay. Die Leute nennen sie Geiermunds Halle. Keine Ahnung wieso. Ja, weiß auch nicht. Ihr solltet besser einen Bogen darum machen. Okay. Raida hat sie kein Glück gebracht. Okay, verstehe. Ach ja, Hochrotka. Die Graubärte sind ziemliche Eigenbrötler. Ich glaube nicht, dass sie ihr Kloster jemals verlassen haben. Mhm. Ab und zu kommen Pilger hier vorbei, die unterwegs zum Gipfel sind. Oh. Aber so gut wie alle kehren unverrichteter Dinge wieder zurück. Okay. Naja, dann war's das. Wenn ihr zum Kloster hochsteigt, dann passt auf, wo ihr hintretet. Ja. Es ist ein langer Weg nach unten. Entschuldigt, ich muss erst mal nach oben. Möchtet ihr, dass ich euch etwas auf meiner Laute vorspiele? Was? Wenn euch der Sinn nach etwas Musik steht, dann lasst es mich wissen. Ach komm hier, ich mache noch ein Lied. Wie erwünscht, meine Dame. Und hast 5 Gold verdient. Es wäre eine Schande, wenn ihr aufhören würdet. Ach, du spielst schön. Hier verirren sich nicht allzu viele Besucher hin. Es sei denn, sie sind unterwegs nach Hochrotka. Ich krieg von dem 2,50, weil er mir in meiner Lied reinsabbelt. Braucht ihr ein Zimmer? Oder was zu trinken? Ach, Willen. Bitte sagt Bescheid, wenn ich etwas für euch tun kann. Ich habe ein schönes Lied gehört, Wilhelm. Du auch? Hm? Du auch? Wilhelm? Hast du auch ein schönes Lied gehört? Ja. Ja? Du auch? Ja? 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 Ich auch, ja. Na dann. Gut, dass man sich mit denen so vernünftig unterhalten kann. Mit den allen hier. Das ist das Hügelgrab. Oh, Pilze. Pilze, keiner Wilze, Pilze. Oh, Weizen. Gut für Heiltränke. Ihr braucht den Weizen eh nicht. Was wollt ihr mit Weizen? Ist das Clown? Eier Clown? Ist das Clown? Sieht nicht so aus, oder? Nö, ist kein Clown. Kann man ruhig machen. Ist nur Lein. Eierlein. Benutze das Mühlrad. Ne, ne, wir werden hier nie anfangen zu arbeiten. Also. So weit kommt das noch. Gell? Ah, der Feuerschleienhügel. Na, komm schon. So. Oh, hier, guck mal. Oh, Zaubertrank. Fängt das schon ganz gut an hier. Na, was? Gold. Oh, du hast noch einen Goldbeutel. Leichenfleddern. Huhu. Hippipura. Du stehst nicht wieder auf, oder? Oh. Was? Geht, geht. Ja, später. Oh, ein Eisenschild. Oh, ein Buch. Oh, kann man gut lesen. Illusion verbessert. Brauchen wir nicht. Ach komm, nimm es mit, egal. Eigentlich brauchen wir es nicht. Da war drin.
Akuma Gold und Dingens Zaubertrank und hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen, oder? Tja. So. Den? Aua. Das war eine Falle. Das war nicht nett. Den? Weil der ist ja super. Den? Ach komm. Den? Den wieder? Wieder Falle. Den? Auf. Der ist zu. Aber der macht ja nichts, oder? Kriegen wir den auch noch auf. Jetzt ist alles zu. Das ist ja super. Jetzt alles auf. Schön. Jetzt sind wir vergiftet worden. Ach, hier ist die Kette. Uiuiui. Was hier? Ah, oh, da müssen wir eine Knackung vornehmen. Ach komm, mach den doch nicht kaputt schon wieder. Alles machst du kaputt. Aha. Okay. Noch mehr fallen? Oh. Ein Zweihänder. Na, den können wir doch mal mitnehmen. Oh, da ist eine Dingens dran. Habt ihr gesehen? Oh. Ach komm. Echt jetzt? Gib dir mal ein bisschen Mühe, Opa. Du machst hier nur die ganzen Dinger kaputt. Was ist denn los? Mach mal gar nichts. Ah, toll. Das war ja clever. So. Ach ja, hier waren ja... naja. Hier noch was zu holen? Irgendwie? Nö. Schleichen. Leise, leise. Leise, leise, leise sein. Hä? Leinentuch, wer will denn so einen Scheiß? Begräbnisurne. Oh Gott, praktisch. Da. Guck mal, da schläft er. Der Geist. Echt schwer zu spielen, ne? Auf jeden Fall würde ich sagen, ist ein Magier schwer zu spielen normal. Ne, wie viel Schüsse ich gebraucht habe. Schon krass. Ah, guck mal hier. Achso, wir können uns ja wieder hinstellen. Ein Alchemietisch, ja? Oh, ein Tagebuch. Ah, Brücke. Ein Dietrich und Essenz des Phantoms und das Tagebuch des Vendlius Gaterius Gastritius, was auch immer.
Morgenstern, vierte Ära 200. Ich habe mein Lager im Innern des Hügelgrabs aufgeschlagen. Das muss der Ort sein. All meinen Nachforschungen zufolge muss ich die Grabkammer hier befinden. Jetzt brauche ich nur noch ein wenig Zeit, um ungestört nach der Klaue suchen zu können. Schon wieder eine Klaue. Sie müsste hier irgendwo verborgen sein. Das war eine knappe Sache heute mit diesem Schwachkopf Wilhelm. Der Wilhelm, ja, der labert auch immer dazwischen, wenn die Musik läuft. Er stand kurz davor, das Hügelgrab zu betreten, doch ich konnte ihn verscheuchen, indem ich mit ein paar Tonscherben in einem Beutel klapperte. Diese Leute sind viel zu abergläubisch. Das bringt mich auf eine Idee. Nach einigen Fehlschlägen ist es mir gelungen, eine Mixtur zu erstellen, die funktionieren sollte. Der Schimmer ist perfekt. Ich sollte genauso aussehen wie einer der Geister, von denen die Bewohner von Eiverstadt glauben, dass sie in diesem Hügelgrab spuken. Ich werde es morgen ausprobieren. Erfolg, Erfolg, juhu, juhu. Es hat geklappt. Es hat besser geklappt sogar, als ich mir hätte träumen lassen. Ich musste lediglich nachts vor dem Eingang des Hügelgrabs herumwandern und mit den Armen fruchteln. Ich hätte beinahe lautlos gelacht, als sie weggerannt sind. Das sollte sie fernhalten, weil ich mir die hätten geschossen. Während ich meine Suche nach der Klaue fortsetze. Es ist fast ein halbes Jahr vergangen und noch immer gibt es keine Spur von der Klaue oder irgendwelche Hinweise auf ihr Verbleib. Es ist zum Verrücktwerden. Ja, das geht schnell dann. Sie muss hier sein. Ich kann es nicht riskieren, Hilfe anzuheuern. Also muss ich alleine weitermachen. Oh, dann dreht er doch langsam durch, oder? Sie ist nicht hier. Sie kann nicht hier sein. Das darf nicht sein. Es sind bestimmt die Leute von Eiverstedt. Sie müssen mich durchschaut haben und spielen nur mit mir. Sie wollen die Grabkammer selbst finden und die Reichtümer für sich behalten. Wieso? Wieso quälen Sie mich? Wieso vernichten Sie mich nicht einfach? Wer bin ich? Mein Verstand umwölbt sich. Umwölkt sich. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich muss mein Tagebuch lesen, um mir mein Ziel ins Gedächtnis zurückzurufen. Bin ich ein Teil dieses Grabes? Ist es meine Bestimmung, es zu beschützen? Was geschieht nur mit mir? Sie werden mir meinen Schatz nicht nehmen. Mein Schatz? Die werden für ihre Verbrechen teuer bezahlen. All jene, die diese Mauern betreten, werden meinen Zorn zu spüren bekommen. Meine Macht, ich bin der Hüter des Feuerscheinhügels. Wer sich mir widersetzt, wird sterben. Na, das ist doch nett. Ja, das nehmen wir doch jetzt mit. Was haben wir denn hier noch? Und er hat noch zwei Bücher gelesen in dem halben Jahr. Na, guck. Und hier ist die Klaue drin. Nö. Das wäre gewesen. Direkt hinter ihm. Das wäre lustig, aber nein. So. Ja, dann, Wilhelm, mein Freund. Ich habe da eine Geschichte zu erzählen. Du wirst lachen. Hier lang. Hier lang. Ach ja, der Wilhelm. Wilhelm, 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 so geht's nicht weiter mit dir. Nu, gut, genau, ab zum Wilhelm. Dem mal das Ding unter die Nase reiben und ihm zeigen, wie blöd er ist. Und dann nochmal 5 Goldstücke vielleicht für ein Lied. Damit ja. Was? Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Ja, ja. Papierjäger oder so in der alten Festung, yep. In der Nähe von Lüftung. Ja. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Ja, wenn du keinen Pfeil ins Knie bekommen hast, bestimmt. So, Wilhelm. Wieso ist denn hier alles durcheinander gekloppt? Das war ich aber nicht. Ich meine, solche Dinge kann ich ja, aber das war ich nicht. Ach, Wilhelm, hier, guck mal. Guck mal hier. Das habe ich im Feuerschleierhügel gefunden. Tagebuch überreichen. Lasst mich mal sehen. Ja.
Das ist doch nicht zu fassen. Ja, du bist ein Dummkopf. Dieser Vendelius hat sich das Ganze also nur ausgedacht. Mhm. Nicht zu fassen, dass wir so dumm waren. Und du auch. Nun, es ist das Mindeste, euch dafür zu entschädigen, dass ihr euch um ihn gekümmert habt. Na, guck. Wenn ihr keinen Lohn wollt, so betrachtet es als Geschenk. Was? Was habe ich gekriegt? Die Klaue? Was? Ja, und tschüss. Wenn ihr wieder hier vorbeikommt, dann schaut doch... Ja, tatsächlich, der hatte die Klaue tatsächlich. Der Wilhelm hatte die Klaue. Hat er nicht recht, nicht unrecht gehabt, der Vendelius. So, wo ist das Mädchen, das die Musik macht? Oh, da schläft sie. Na gut, dann lassen wir sie pennen. Hier schläft noch jemand. Okay, was haben wir denn hier noch? Nichts so Besonderes zu lesen. Truhe? Boah, 50 Gold ist da drin. Und das ist kein Clown. Danke. Das war kein Clown, echt nicht? Das ist kein Clown. Na dann. Da kannst du lange für Musik machen. Dann kriegst du deine eigenen Goldstücke wieder. Weil ich voll der Nette bin. Guck mal hier. Guck mal, das ist Clown. Das nicht. Das ist Alchemie, die nehme ich mit. Das ist ja Hammer. Da hätte ich ja so nicht gedacht. Dass das so jetzt ist, wie es ist. Und ich kann hier looten, ne? Hammer. Naja. So. Ab nach Himmelsrand. So, ihr Lieben. Mehr Vampir-Diener. Na komm schon. Na komm schon. Jawoll. Hast du das gesehen? Ich wollte mich gerade verabschieden von euch. Und dann machen die sowas hier mit mir. Orkische Schwert, na guck mal. Wo bist du? Vampir-Diener, okay. Wart ihr nur zu zweit? Wir waren nur zu zweit. Okay. Und ihr wart auch keine allzu große Hilfe hier. Das ist auch einer von denen, oder? Von den Wachen, oder? Ja. Okay. Da geht das nämlich schon los mit der Vampire. Ja, ja, uns sind alle Wege offen. Und jetzt sind wir genau hier. Und jetzt kann ich sagen, was ich sagen wollte. Ja. Beim nächsten Mal gehen wir hier rein. Und dann gucken wir mal die Klaue, wofür wir die so gebrauchen können. Wahrscheinlich finden wir hier wieder einen Schrei. Und dann werden wir mal den Berg hochgehen. Und dann werden wir mal zur Akademie gehen. Und da mal gucken, was wir da als Magier so reißen können. Ansonsten würde ich sagen, es ist 3:30. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Morgen, was auch immer ihr jetzt so habt.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Opa Helmi. Ciao.